Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot. Und zwar die Alliierten-Seite, oder wie es hier auch gesagt wird, die Allianz-Seite. Warum ruckelt das gerade ein bisschen? Keine Ahnung. Da haben sie schon mal ein paar Flieger an Bord. Ich habe ja hier meine tolle Anti-Air, die ich eigentlich ein bisschen unterstützen kann noch. Mit ein paar. Unser Plan war ja, ein bisschen auf Luftangriff zu gehen. Aber ich denke mal, die werden total ausrasten, wenn ich auf ihren Bauhof raufgehe. Ja, das heißt, natürlich noch ein paar Panzer als Verstärkung. Mein Headset ist aber an, ja. Ja, gut. Weil ich hatte ja schon genug Aufnahmen, wo das Headset aus war zum Anfang. So, das sollte eigentlich reichen mit dem letzten hier. Um den ganzen Gedönseldöns hier ordentlich zu bewältigen. Du ernte mal da unten. Ich habe nur ein. Nee, wollte ich sagen, ich habe noch zwei. Den ziehen sie eh gleich mit und dann schön den Tarnbunker. Dahin. Ich denke mal, ich werde insgesamt 6 Stück nehmen. Und da greifen die schon wieder an. Greift mal alle beide die Panzer an. Du geh mal da drauf. Du solltest da drauf gehen. Oh, der Heliport, der braucht aber auch lange, ne? Muss ich echt schon sagen, der braucht... Der braucht echt lange, um zu... Dingsen. Haben die hier? Achso. Sorry. Ja, die sind ja kein Thema für uns. So, ein Heliport auf jeden Fall noch. Wenn wir hier lang klicken, nix los. Du sammel nochmal die restlichen... Rest davon ab. Hier ist er gut unterstützt. Hier würde ich noch ein bisschen unterstützen. Wie viele Panzer habe ich denn da? 4, 6. Hier habe ich 4, 8. Den werde ich mal da hinstellen. Dann denke ich mal, welche da oben haben wir gute Verstärkung. Wie sehen die denn aus? Oh, die sind sogar noch alle recht voll. Das ist super. Da macht sich schon wieder was auf. Ein paar Leute werde ich denn da mal hinschicken. Ah, dahin. Kann mein großes Kraftwerk leider nicht reparieren, weil meine Erztransporter wieder irgendwo umherkreisen. Hä? Wo ist mein zweiter? Oh, was machst du da oben, du Vollidiot? Naja. Ich glaube, ich brauche einen zweiten. Boah. Ey, du bist doch da irgendwie lang gekommen, Mann. Trottel. Den werden wir dahin nochmal hinsetzen. Ich glaube, da brauchen wir noch einen zweiten. Zweite sind ein Geschützturm. Und natürlich auch erstmal ein Kraftwerk. Und den stoppen wir erstmal. Ups. Na. Du kommst erstmal dahin. Zum Ausladen. Ich brauche halt die Kohle. Mein Kraftwerk muss repariert werden. Ich brauche ein zweites Kraftwerk. Oder ein zweites Großkraftwerk. Hier müsste ich auch... Obwohl, hier. Hier können die ja noch genug ernten. Wir werden auf jeden Fall gleich den Angriff starten. Kein Thema. Du ernte hier hinten, Vogel. Du müsstest fast fertig sein. Das soll, dürfte an sich reichen. So, da werden wir auf jeden Fall den Weg erstmal wieder zumachen. Einsatz da nicht möglich. Da passt es aber noch hin. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen Geld für einen Bunker raushauen. Für einen einfachen Bunker aber diesmal. Und den dahin platzieren. Dass der Tarnbunker dann auch mal ein bisschen Entlastung hat, mehr oder weniger. Zack. Passt. Speichern. Jo. Und jetzt werden wir mal die auf den Hotkey legen. Und damit mal... Versuchen zumindest, den Dingens anzugreifen. Wir müssen bloß natürlich aufpassen, dass wir nicht über zu viele Leute hier rüberfliegen. Ich hoffe mal, dass die ihn schnell genug wegkriegen. Jo. Alle da drauf.
Ui. Ja, das war so klar, dass ihr da drüber fliegt. Hey, auf jeden Fall 6 Stück packendes. Hervorragend sogar. Ich dachte, die haben... Ich habe jetzt echt damit ge... Okay. Die rasten scheinbar nicht komplett aus. Gut. Gut, wenn das so ist, dann werde ich auf jeden Fall hier oben nochmal angreifen. Und dann natürlich hier unten reinstellen. Ja, Sowjeteinheiten und Gebäude zerstören, bla bla. Ist ja ganz klar. An sich ist das nicht schwer. Hier jetzt voll mit den Apaches. Hier fliegt man ein bisschen drüber, zerbombt den Dingens. Zerbombt hier den alle Kraftwerke und fertig. Und dann kann man da an sich reinrauschen. Melde mich, liebe Polen, in Ordnung. Ihr kommt da nicht zufällig hin, oder? Melde mich, liebe Polen. Melde mich, liebe Polen. Sehr gern. Jawohl, in Ordnung. Ne, schade. Kommen sie nicht. Hier geht mal dahin. Die 1 ist wieder. Ah, verdammt. Ich werde da nochmal eine Dingens reinhauen. Ups. Eine Werkstatt, um die halt zu reparieren, weil 1200 ist doch ein ganz schön viel Geld, sag ich jetzt mal. Das ist doof. Ja, die scheiß Idioten landen da leider. Und das ist halt nicht so schön. Ja, da haben wir eine Einheit leider verloren. Und wir dürfen natürlich jetzt einen nachbauen. Ich möchte aber, wenn die den alle abgeschossen haben. Nein. Bitte hier hinten lang. Kleinen Umweg. Nicht über die Mammutpanzer drüber fliegen, ist auch wichtig. Weil ansonsten die Dinge jetzt natürlich auch Schaden nehmen. Neue Bauoption. Achso, Minenleger. Das Ding brauchen wir einmal. Geht natürlich bei der Heliportanzahl extrem schnell. Wo der jetzt hingelangt ist, ich weiß es nicht. Du komm mal ganz schnell hier hin. Einheit verloren. Ich habe aber noch einen zweiten Sammler, oder? Ja. Du warte mal. Du geh mal dahin. So, jetzt muss ich die natürlich erstmal alle reparieren. Uiuiui. Komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Konstruktion abgeschlossen. Wo stelle ich denn dich jetzt noch hin? So dass du nicht im Weg stehst. Da oben. Ah, perfekt. Du bist voll repariert. Dich brauche ich noch definitiv. Oh shit. Meine Panzer machen aber auch gar nichts, leider. Das Problem war halt, was ich jetzt eben hatte. Ja. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, dass da auch mein Dingens jetzt was war. Du kannst natürlich hier frei weiterballern. Also Erze sammeln, besser gesagt. So, du kommst hier zurück. Das reicht aus, was du hast. Du kannst da mal sammeln. Bist du nicht ganz so weit oben. Beziehungsweise nicht ganz so weit entfernt. Könntest du allerdings auch machen. Kannst du auch sammeln. Die können dann natürlich... Natürlich wäre halt auch das sehr, sehr nice. Wenn ich da die normalen Dinge zapp. Beziehungsweise da die wertvollen Erze da sammel. Den hätte ich nur ganz gerne. Das lassen wir jetzt mal. Ich habe ja... Ja, dass er da genau so einen Scheißweg macht, ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber ich werde ihn mal ein bisschen so hinziehen, damit ihr da einen schönen Weg durch habt. Den Bunker werde ich mal reparieren. Mal Geld gehabt auf jeden Fall. Gehst dahin. Der Bunker an sich müsstet eigentlich packen. Ich werde aber noch einen zweiten Geschützturm da hinstellen. Allein aus... Bisschen Vorsicht. Müsste eigentlich fertig werden. Ja. Perfekt.
Weil so geht es bedeutend schneller. Die Panzer habe ich dann noch so ein bisschen als Unterstützung. So, jetzt werden wir nochmal neue Angriffe machen. Gut, der eine Panzer, der stört nicht. Der hängt sich eher an meiner Sturmkette auf. Beziehungsweise an meine. Ah ja. Ja, aber die muss man immer am Fliegen halten. Komm. Und Feuer frei. Normalerweise müsste das jetzt reichen mit 7. Jawohl. Empfange Nachricht. Commander, wie Sie ja wohl wissen, hat Stalin 4 Atomraketen abgefeuert. Der einzige Weg, die aufzuhalten, führt über die Befehlszentrale. Jede Rakete reagiert auf ihr eigenes Abschussterminal. Deaktivieren Sie alle Terminals und stoppen Sie diese Raketen. Ja. Auf jeden Fall. Kleines Problem. Jetzt läuft nämlich die Zeit für uns, beziehungsweise gegen uns. Und jetzt ist keine Ahnung, warum der Sound gerade ausgegangen. Also die Musik halt ganz normal aus. Wir werden dann nämlich ganz einfach machen. Wir werden einmal hier hinten lang chippen. Das Ding natürlich vorher kaputt machen. Das kaputt machen. Und da dann mit dem Spion, glaube ich, reingehen. Ich glaube, ein Spion war okay. Oder hat dafür ausgereicht. Warum die den Ding jetzt nicht angegriffen haben, ich weiß es nicht. Ein Heli ist kaputt. Spion. BMT. Problem ist, hier sind Minen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Ich habe einen Heli gebaut, oder? Nein. Na gut, das ist an sich kein Thema. Die können halt nichts nachbauen. Man muss halt das fix kaputt machen, das fix kaputt machen. Leider können wir keinen Chinook bauen, was ein bisschen schade ist. Gehst da rein. Das ist an sich auch keine große oder dicke Sache hier. Ich habe da 2 Türme, passt schon. Ich werde mal den Einsatz sichern. Alle Ali. An Subs. 2. Ich weiß nämlich nicht, inwiefern das jetzt weitergeht, jetzt mit der Zeit, da wir uns doch jetzt ein bisschen arg schnell beeilen müssen. Wir werden garantiert Verluste einschreiben. Ich hätte das mal vorher. Oh, ich habe nicht dran gedacht, dass das so war. Das ist kacke. Wir haben 2 so eine Dinge. Ich muss splitten, denn. Um die. Nein. Der war noch hart angeschlagen. Muss ich hier hinten langdüsen? Mein Gott, das wird schon kacke. Ich hätte noch nicht den Bauhof kaputt machen sollen. Ich glaube, ich werde den Einsatz nochmal neu laden. Einsatz geladen. Sicher, sicher. Also man sieht ja, dass das mit dem Heliport da super klappt. Ihr erntet mal da. Ihr macht mal einen Freiraum. Gut, dann werde ich vorher. Ups. Mal mir einen Weg durchbahnen hier. Hier halt mal den ganzen Gedöns-Scheiß kaputt machen. Hier oben ein bisschen alles plätten. Und an sich kann man damit ja schon anfangen. Ihr seid Nummer 1. Dann fangen wir oben erstmal hier mit der Luft. Angriff mit der Flugabwehr an, beziehungsweise der Flugstation hier oben. Den ganzen Kram werde ich dann nebenbei machen, so dass ich hier halt mit dem BMT sauber durchdüsen kann nachher. So. Den Hind natürlich. Halt bald mal da drauf. Hier den Hind. Ja. Dauert, es ist schon recht stark auf jeden Fall. Darauf noch die letzten. Ja, die sind natürlich jetzt zu kacke und fliegen genau darüber. Das ist nämlich ein kleiner Kritikpunkt. Ich hätte ganz gerne hier Navigationspunkte, sage ich jetzt mal, Wegpunkte.
3-6 haben aber keine Verluste eingestrichen. Ja, Navigationspunkte, um die halt optimal zu koordinieren.